Und insofern möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen zu verabschieden und für die Zusammenarbeit zu bedanken. Aber für mich war eigentlich immer klar, während ich hier gesessen habe, dass wir alle zusammen gemeinsam an einer Sache arbeiten. Dann Frau Würzburg. Genau, Herr Jung, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ja, das ist heute meine letzte Regierungspressekonferenz und insofern möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen zu verabschieden und für die Zusammenarbeit zu bedanken. Ich hatte in den vergangenen Jahren, muss schon sagen Jahrzehnten inzwischen, die Gelegenheit, auf beiden Seiten dieses Tisches zu sitzen. Und insofern konnte ich auch immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder Ihre Reaktionen auf unsere, wenn nicht immer ganz ausführlichen, sondern manchmal wortkargen Antworten verstehen. Aber für mich war eigentlich immer klar, während ich hier gesessen habe, dass wir alle zusammen gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und insofern wünsche ich dieser Institution auch, dass diese Haltung und der Respekt für diese Institution und für beide Seiten vor allem nicht verloren geht. Also danke an Sie, aber auch danke hier an meine Kolleginnen und Kollegen. Das war über die Parteigrenzen hinweg eine sehr vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit hier. Und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken, weil ganz alleine möchte man hier nicht sitzen. Und insofern ist es echt wichtig, eine starke Mannschaft an seiner Seite zu haben. Ich werde am Montag meine neue Aufgabe im Bundesjustizministerium antreten und wünsche Frau Demmer, Ulrike Demmer, die dann an meiner Stelle hier irgendwann sitzen wird, alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Frau Würz, da haben Sie uns ein bisschen in Bedulde gebracht, weil wir dachten, Sie verabschieden sich erst nächste Woche. Und insofern, aber unser Büro und wir sind ja schnell und flexibel und waren froh über die vielen Fragen, sodass wir also noch Zeit hatten, doch noch ein kleines Geschenk vorzubereiten. Super. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit hier in der Bundespressekonferenz und auch für Ihre Worte eben und wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem neuen Posten. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Und damit schließe ich die Pressekonferenz. Dankeschön. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.